Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Raft oder Ich drehe am Rad. Also, wir haben die letzten zwei Folgen dabei, war weiß auch warum. Und ich würde mich heute gerne ein bisschen davon lösen, weil es mich so ein bisschen narrig macht, dass ich da einfach keinen Anschluss finde. Was diese Gerätschaften im Moment betrifft, die ich mir so toll hingezimmert habe, aber leider nie voll und ganz verstehe, welchen positiven Effekt sie bisher für mich haben. Und deswegen lasse ich das erstmal dabei und hoffe, dass ich jetzt an der Insel vorbeikomme. Ja, sieht gut aus. Okidoki. Also, wir fahren ja jetzt aktuell irgendwie richtig. Von daher lasse ich das jetzt erstmal dabei, wie es ist. Und würde gerne, genau, hier weitermachen. Achso, da ist ja in der Mitte keine Säule. Recht. Genau, da noch eine hin. So, und du noch. Und für eins müsste es noch reichen. Genau, sehr schön. So, hier bist du super dran vorbeigefahren. Ganz toll. Dann mache ich es uns mal wieder hell, Leute. Ein bisschen Holz haben wir ja noch. Wobei ich die Vorräte ja nie benutzen wollte. Aber wie ich ja gelernt habe, wir schauen mal kurz. Genau, also es ist, die kompletten Geräte sind so eingestellt, dass sie halt gar keinen Sinn machen. Das ist klar, also das Segel ist in der falschen Richtung, weil der Wind ja in diese Richtung windet. Wie ich immer so schön sage, der Motor fährt rückwärts. Auch überhaupt nicht passend zu dem Segel. Also es ist alles komplett durcheinander eingestellt, aber in dieser Variation für mich jetzt so gut, dass wir in Richtung des Storygebiets fahren. So die Idee. Problem nur an der Nummer ist, dass ich ja eigentlich das Segel nach dem Wimpel ausrichten müsste, damit wir jetzt wieder näher in so eine Phase kommen, wo wir keinen Müll haben. Das hat mir ja auch mal jemand geschrieben. Und ich traue mir aber jetzt näher, irgendwas zu verändern. Deswegen muss das jetzt so bleiben. Und ich werde jetzt mich noch mal so ein, zwei Vorräte bemühen. So. Und den Rest würde ich tatsächlich drinnen lassen für den Notfall. Also, machen wir hier weiter. Zack. So, exakt. So. Genau, und in die Mitte brauchen wir natürlich eine Säule. Ich bin jetzt nur schon so ein bisschen am Überlegen. Danke, Hai. Ich habe mich halt übelst. Oh, das ist ja toll. Das ist ja wirklich fantastisch. So, vielen Dank. Sehr schön, das läuft. Kannst du die ja gleich mal draufballern hier, die Jungs? Sehr schön. Und wir haben jetzt wieder Momentruhe. Das ist natürlich auch toll. So, ich überlege jetzt schon so ein bisschen. Lasst mich mal kurz schauen. Diese
Ah, für die brauchst du Nägel. Haben wir noch Schrott, Leute? Ah, schade. Okay, dann kann ich das nie austesten. Ich dachte nur, dass wir dann rechts und links Treppen hinballern. So die Idee. Jetzt kann ich natürlich auch in die Mitte keine Säule bauen, weil ich keinen Schrott habe, Leute, ne? Ist klar. Das bedeutet, machen wir mal hier. So. Okay, Holzfehlung. Ja, das können wir schon so irgendwie machen. Und hier hast du das jetzt auch schon komplett nach hinten durchgebaut, ne? Sehr schön. Dann holen wir uns mal wieder unsere Palmblätter. Die brauchen wir. Genauso wie Seile, glaube ich, waren es. Endlich schwärmen wir das mal los, Leute. Und zwar, da ich ja die am liebsten mag hier, könntest jetzt hier die Säule mit integrieren. Ich glaube, ich mache es diesmal so. Ach scheiße, dafür brauchen wir Holz und keine Seile. Ah, verdammt. Okay, schade. Habe ich wohl irgendwas verbaselt, Leute? Ich war irgendwie jetzt auf Seile aus, aber das stimmt gar nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Weil Holz haben wir jetzt so gesagt nicht mehr. So, die eine Batterie darfst du dann gerne mal wegballern. Ich wollte ja ausprobieren, ob ich das in die Müllpresse reinhauen kann, aber habe ich jetzt wieder vergessen, Leute. Okay, da ist er wieder weg. Der gute Fisch. So. Okidoki. Gut, gut, gut. Da müssen wir uns aber. Ich kann es leider nicht mehr bauen, Leute. Okay, du brauchst gar keine Planken. Okay, das scheint erstmal zu reichen, die Planken. Das ist natürlich auch toll. So, okay, dann muss ich halt doch nochmal jetzt hier gucken, wie das hier aussieht. Ich traue mich gar nicht mehr, hier drauf zu gucken. Okay, ganz, ganz langsam bewegen wir uns richtig im Schneckentempo. Nur mal so zum Test. Okay. Ha! Weil ich nur einmal das Segel verändert habe, wird es direkt schon wieder versaut. Es ist so albern, Leute. Come on. Was ist das? Ach nee, das ist doch so dumm. Ja, jetzt wird es halt instig. Ich habe einmal das Segel bewegt. Was eigentlich völlig scheißegal sein müsste. Weil der Wind eh nie das Segel benutzt, wie wir sehen. Ach, come on, ey. Das ist doch dumm. Leute, jetzt ist wieder so ein schönes Beispiel dafür, warum ich das einfach nicht verstehe. Jetzt wird es wieder. Nee. Okay. Ich hab's gesagt. Ich werde nichts mehr an dieser Situation verändern. Bis es nie muss.
Und jetzt habe ich einmal einen Zentimeter das Segel bewegt und schon fahren wir wieder komplett in die andere Richtung. Okay, prima. So, Planken für dich. So. Mann, 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 Mann. Das ist ja unfassbar. Ich wünschte wirklich, es würde dieses Steuerrad nicht geben. Ab dem Moment, wo ich verstanden habe, dass ich das Tagebuch benutzen kann, um die Richtung mir anzuzeigen und das Signal zu empfangen, das war so der Magic Moment dieses Let's Plays. Und ich hatte so eine innere Zufriedenheit. Ich dachte, okay, jetzt läuft's. Dann haben wir schön die zwei Inseln haben wir abgegrast, haben uns das alles angeschaut. Das war alles wunderbar. Und dann kam das Steuerrad und der Motor dazu. Und seitdem habe ich das Gefühl, ich bin nicht mehr Frau des Floßes oder der Lager. Das ist so krass, wie sich das gedreht hat, die Situation, wo ich so alles so schön im Blick hatte und alles so einfach wirkte und so angenehm. Okay. Ihr merkt es, ich kann auch gar nicht aufhören, darüber zu reden, weil es mich schon ziemlich belastet, die Situation. Es ist halt nicht angenehm, nicht zu wissen. Das kann man ja auf viele Szenarien übertragen. Es ist halt nicht schön zu wissen, wo man hinfährt und keine Orientierung zu haben. Das ist so ein Effekt, den mir dieses Spiel jetzt sehr deutlich macht, dass ich eben nie Frau der Lage bin. Und das macht mich. Es ist ein gewisses Unbehagen, was dann bei mir ausgelöst wird. Und natürlich würde ich jetzt gerne das Segel verändern, weil ich ja auch wieder Müll brauche. Aber ich traue mir jetzt nicht mehr, irgendwas hier zu verändern, weil instant sofort komplett die Richtung wieder so geändert wird, dass ich halt überhaupt nicht verstehe, wieso. Und mir zeigt es ja auch ganz deutlich, also ich kann mich ja an 10 erinnern, da war ich so perfekt auf der Luftlinie zu der Insel, dass diese Zahl, die Entfernung, super schnell runtergetickt ist. Jetzt ist es wieder so, es braucht gefühlt 10 Sekunden, um 1 Meter abzurechnen von der Entfernung, was mich auch ein bisschen irritiert und mir eigentlich auch zeigt, Gedankenspiel, du kannst das Floß und den Motor und das Steuerrad nochmal so ausrichten, dass du so perfekt die Richtung hinbekommst, dass du da andockst an der Insel. Aber ich traue mir es nie, weil ich es nie verstehe. Und egal, was ich bisher getan habe, immer dafür gesorgt hat, dass ich es noch schlimmer gemacht habe. Und ich jetzt, wie gesagt, durch Zufall eine Richtung gefunden habe und eine Einstellung der Geräte, die dafür sorgt, dass ich mich im Schneckentempo auf diesen Punkt jetzt zubewege. So ist das Spiel natürlich nie gedacht. Das ist mir klar. Aber ich verstehe es halt nie. Es macht mich ein bisschen traurig, dass ich es nicht verstehe. Weil jetzt hänge ich natürlich hier wieder so ein bisschen, ne? Kann halt im Grunde genommen, wenn wir ehrlich sind, wieder wenig machen, weil ich die Ressourcen nie habe. Und alles wieder so ein bisschen auf Notsituation gestellt ist gerade, was ich ja auch so ein bisschen vermeiden wollte.
Ich hatte gerade irgendeinen Gedanken während meiner höchst dramatischen Ansprache. Irgendwas wollte ich gerade machen. Lasst mich kurz überlegen. Ah ja, stimmt. Ich dachte, kann mir mal kurz die Wiese angucken, aber das ging ja auch nicht, weil ich den Schmutz näher geerntet habe, ne? Und hatte ich mir jetzt schon... Ja, Schaube habe ich mir schon gebaut, okay. Ja, also... Ich muss zugeben, jetzt habe ich gerade wieder sehr lange über diese Zähne geredet. Und dass ich eigentlich nichts verändern will. Und merke aber jetzt gerade wieder, dass ich hier in einer Situation bin, wo ich es wieder sein könnte, dass ich jetzt 3 Folgen lang keine Ressourcen bekomme. Wir hatten das schon. Und mir ist ja der Tipp gegeben worden, Gedankenspiel, bau dir doch bitte einen Wimpel. Deswegen mache ich das jetzt. Ich werde jetzt das Segel ausrichten in die Richtung, wo dann der Müll wieder kommt. Nehme das jetzt in Kauf, dass ich diesen blauen Punkt nie wieder mich davon entfernen werde. Ganz rapide, wie ihr seht. Und ihr seht, der Kommentar sollte recht behalten. Instant kommt der Müll angeschippert. Aber wirklich sofort. Es ist so eine Mechanik, auf die ich mich mittlerweile wohl verlassen kann. Darüber freue ich mich. Also, liebe Leute, ich würde jetzt erstmal mein Haus priorisieren. Und hoffen, dass ich durch Zufall an so eine große Insel komme. Dann wird mir da so ein bisschen den Schmutz einsammeln und uns die Tierchen holen. Und vielleicht ergibt es sich dann durch Zufall, dass ich das Signal einfach finde. Das ist mal so grundsätzlich. Das würde ich jetzt so machen. Weil ich, wie gesagt, ich würde jetzt ungern in diesem Schneckentempo auf diese Story-Insel zufahren. Und gleichzeitig halt in Kauf nehmen, dass ich hier auf dem Floß nichts gewuppt bekomme durch den Ressourcenmangel. Da habe ich wenig Interesse gerade dran, bin ich ehrlich. Und deswegen machen wir das jetzt so. Ich habe mich jetzt entschieden, es war jetzt wieder so eine ganz spontane Aktion. Ich habe mich jetzt selber so ein bisschen verleiden lassen durch meine große Ansprache. Ist mir jetzt nochmal bewusst geworden, was für ein Dilemma das wieder werden kann jetzt. Und ja, so ist es jetzt, Leute. Was ist die Idee? Holz, habe ich gesagt. Ich musste mir Nägel bauen, dafür habe ich aber immer noch zu wenig Schrott. Vielleicht kommt der Spaß jetzt. Das wäre natürlich toll. Das Fass holst du dir mal. Vielen Dank. So. Okidoki, Leute. Ja, es ist wirklich ein fantastisches Gefühl. Kannst du, glaube ich, auch wieder ein bisschen eindrehen? Vielleicht kommen dann die Kisten auch direkt da rein. Und habt ihr das gemerkt, wie der Hai wirklich... Also ist diese Verstärkung der Fundamente wirklich so gedacht, dass
der Hai da wirklich nie wieder dran rumbeißt. Das wäre ja wirklich heftig, wenn das so wäre. Das würde ja wirklich einiges ändern. Wie ist es mittig hier? So. Wunderbärskis. Hast du auch alle drei jetzt schon verballert, ja? Okay. Mehr Schrott. Wir könnten natürlich mal schauen, dass ich mir auch neue Taucherausrüstung baue, Leute, ne? Weil wir ja demnächst auch ganz dringend wegen der Verstärkung wieder tauchen müssten. Das könnten wir mal machen. Und zwar brauche ich dich, habe ich gesehen. Ich hoffe, dass das jetzt schon alles reicht, was ich dafür brauche. Plastik kann ich mich daran erinnern, dass wir das brauchten. Und dann können wir zumindest schon mal die Flossen herstellen. So, perfekt. Ich hoffe, die nutzen sich nie ab, wenn ich nie tauche. Das wäre toll. Und dann machst du das. Perfekt. Und dann haben wir ja das schon. Und jetzt müsstest du dir aber, wenn wir ehrlich sind, eine neue Flasche herstellen. Okay. Dafür müsste man nochmal die Schmiede bemühen. Und dann hätten wir das schon wieder, Leute. Fantastisch. So. Ich glaube, wir haben nicht so Glück gerade mit dem Schrott, ne? Kann das sein? Dafür bräuchte man eigentlich wieder ein Kistchen. Und ich wäre auf jeden Fall, wenn wir eine Insel jetzt finden, also egal, ob das jetzt eine kleine oder eine große ist, würde jetzt wirklich mal zur Abwechslung da mal wieder andocken wollen, damit ich mir doch mal wieder so ein bisschen Metall und so holen kann. Würde mir schon echt gut gefallen, wenn wir da mal wieder so ein bisschen was rankriegen. Jetzt, wo ich weiß, dass ich das nie nur für die Werkzeuge brauche, sondern eben auch für die Verstärkung, ja? Das ist natürlich klar, dass das jetzt Pflichtprogramm ist. So, seid ihr fertig? Sehr schön. Dann eine Plastikflasche gebaut. Dann haben wir die wieder. Sehr schön. Und der Rest von euch kommt jetzt hier wieder rein. Sehr schön. Wunderbar. Okay, dann können wir ja hier noch mal ein bisschen was ransetzen. Mache ich wieder meinen offenen Eingang oder wie? Wie habe ich mir das gedacht? Mal hier einen hin. Hier auf jeden Fall Fenster wären geil. So. Bams. Ich glaube, ich lasse das offen, Leute. Hält mir irgendwie besser, wenn ich ehrlich bin. So, du dahin. So, hier musst du jetzt aufpassen, weil da wollen wir ja dann die Treppe noch hochbauen. Das darf ich nicht vergessen. So, genau, dass wir hier auch überall immer rauskommen auf den Seiten. Das ist mit dem Laufweg immer sehr angenehm dann, wenn es mal schnell gehen muss. So, wie sieht's aus? Leider kein Schrott. Sehr schade. Okay, dann kannst du ja eigentlich hier noch eine Wand hinballern.
Sehr schön. Wie gesagt, hier dann die Treppe. Das heißt, wir würden jetzt hier wahrscheinlich, nee, mach das mal so. Okay. Können wir erstmal so lassen. So, du dahin. Hallo Leute, ich bin's nochmal. Mein Rechner ist gerade abgestürzt und wie ihr seht, hat es natürlich den ganzen Fortschritt nicht gespeichert, weil ich nicht gespeichert habe. Tut mir leid, Leute. Ich würde für heute die Folge beenden und jetzt ohne euch das nochmal so hinzimmern, wie ich es mir gedacht hatte. Und dann hole ich euch in der nächsten Folge wieder mit dazu und dann machen wir einfach weiter. Und dann werde ich wohl doch häufiger mal speichern müssen. Mich bringt sowas immer so ein bisschen aus der. Ja, wie soll ich sagen? Naja, es macht mich so ein bisschen nervös, dass es halt wirklich auch an Stellen passiert, wo es dann nicht mehr so cool ist, weil ich da schon so viel Zeit investiert habe. Speichert zwar ab und zu immer mal, aber jetzt in dem Fall hat es leider nie funktioniert. Liebe Leute, ich sag Ahoi und Tschüss und vielen lieben Dank, dass ihr trotzdem dabei wart und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.